Jo, meine Flüte, und auch heute mit Ratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5 mit dem lieben Banausen. Hallo, und mit dem Arnold zusammen natürlich. Moin Moin. So, ja. Weiter geht's zum Untergang, wie immer. Ja. Oh, Schiffi kommt, gib mir mal da Geld, ich glaub's ja nicht. Schiffi. So, jetzt müsste der Fisch aber fertig sein, sind 895 drin, Freunde. Jetzt mach keinen Scheiß. Geht doch. Seine königliche Majestät hat mir aufgetan. So, Mandatsverlängerung, Dankeschön. Dankeschön. So, 4 Jahre. Großartige fast 5 sogar. Militär-Fort ist fertig. Dann das nächste Forschen. Immer noch obdachlos. Was ist denn los mit euch? Da sind doch noch Häuser frei. Nee. Ja gut, ein Haus ist noch frei. Häuser ist ein bisschen übertrieben gewesen. Das ist eine ganze Siedlung. Ja komm, bauen wir mal noch 3 oh. Stück da. Tut was. Oh, 7000 schon. Nicht schlecht. Ich habe noch gar keine großartige Produktion. Aber dann müsste ich auch erst hier erforschen. Aber eigentlich will ich erst das Ranger Corps haben. Da zahlst du wenigstens keine Kohle für. Für deine Kunden. Na, naja, das habe ich eben auch schon geguckt, aber. Das kostet 10.000. Ja. Naja. Obwohl, scheiß drauf, ich schicke jetzt meine Leute mal da hoch. Weil es wird Zeit, dass ich Produktion aufbaue, um mehr Kohle zu verdienen. Quest. Jeder will Vergebung, altes Haus. Besitzen Sie... kann das für eine kleine Gebühr bieten. Ablasshandel. Was war denn zum Ablasshandel? Das haben wir schon mal, ne? Ja. Mit dem Ablasshandel. Das hatte, glaube ich, letztes Mal, ne? Ja. Wo wir geguckt haben, was es noch nicht mal irgendwie als Forschung gab. Da frage ich mich jetzt echt nicht, wie ich das gelöst habe. Ich glaube, es geht dann irgendwann weg. Ja. So, ich könnte ja eigentlich schon mal die Steuersenkung vielleicht anmachen. Ne, ja, da mache ich kurz vorher. Ablasshandel. Ich saß neulich mit. Das hatten wir tatsächlich schon, ja. Verordnung, Verfassung. Ablasshandel. Oder ist das die Nachsicht verkaufen gewesen? So. Ping! Noch eine Quest. Kamerad Marx sagt, ja, das Kamerad Marx muss sagen. Bauen Sie eine Farm. Ja, mach das selber. Noch eine, was ist denn jetzt los hier? Die Geheimwaffe der Revolution. Erforschen Sie 7 Technologien, ja, hab ich doch gleich. Neue Farm.
Ziegen, Ziegen. So, Straße hoch da. Oh, ihr braucht gar nicht da wegrennen. Könnt ihr direkt mal hier weiter erkunden. Könnt ihr glatt vergessen. Was? Du hast was vergessen? Nee, ich meinte das mit dem Abhauen bei dir. So. So, ich möchte gerne. Eigentlich will ich. Ich muss eine Ziegen ver. Dann brauche ich halt Ziegen, haben mir doch egal. Also ist. Wenn der Herr das wünscht. Bauen wir Ziegen. Erstmal zwei und eine Molkerei. Boah, sind die teuer. Alles klar. Präsidente, wir haben eine bahnbrechende Erfindung. Dank Ihrer Mühen wächst die. So, nochmal ein, zwei Häuser. Ja, ich habe schon 10, glaube ich, jetzt. Oh, gibt Kohle. Kann ich eine Molkerei bauen? Sehr gut. So, ich muss ja aber ein bisschen Platz lassen, weil ich ja noch eine Transportfirma hinbauen möchte, natürlich. Wollen wir sie da hin? Ja, stimmt. Da müssen wir auch mal irgendwann nachbessern. Wie ist denn schon alles nicht hier? Oh, die Tür geht ja noch. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs. Mein Vater hat immer gesagt... So, Mandatsverlängerung natürlich. Waren das jetzt hier, ne? Ja. Okay. Wir marschieren über die Insel. Jeder will Vergebung, altes Haus. Und die Kirche kann das für eine kleine Gebühr bieten. Dann ist das mit der Nachsicht. Weil da steht, wenn du die Quest liest, da steht da, starten sie einfach einen Ablasshandel und sie werden ordentlich gewinnen mit ihren religiösen Gebäuden machen. Und bei dem Ding steht, Inquisition bringt ihnen Profit entsprechend der Anzahl der religiösen Gebäude. Ich teste das jetzt einfach so. Seine königliche Majestät hat mir Ja, das war die auch. Sehr gut. Ich bin mich gerade schon am Googlen im Handy. Ich hab das gesucht. Wo ist das? Aber man muss ja einfach mal testen. Dann geht das auch. So, dann baue ich mal noch 2 Farmen. Milch natürlich. Oh, hier noch eine hin. Und da noch eine hin. Dann haben wir 4 und dann kommt jetzt noch Transportbüro natürlich. Ich würde sagen, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch mal ein Baubüro hinstellen. So, ein bisschen Arbeit schaffen hier für die Leute. Geht ja gar nicht. So, dann könnt ihr mal hier noch eine Runde erkunden gehen. Dann hole ich mein Luxusviertel. Jetzt habe ich auch wieder keine Kohle mehr, war ja klar. Ja, ganz schnell. Die Tür knapp. Ich habe gerade die Aufgabe bekommen, bauen Sie eine Inquisition.
Das ist kurz vor dem Fertigstellen bei mir gerade. Ja. Zehn Häuschen. Reicht doch immer noch obdachlos, meine Fresse. Was ist denn da los? Ping. Die Pläne seiner Majestät wurden. Exportieren Sie 3000 Milch. Er soll ich hinkriegen. So. Aber ich sollte, glaube ich, erst den Transport für mehr oben fertig bauen. Priorität hoch. Habt ihr hier so mein, ich würde sagen, meine Milchproduktion. Ja. Warum denn nicht? Milch und Käse. Aber hier will ich mal einen zweiten Hafen haben. Wie teuer war der? 3500, okay. Was schlawinern die denn hier rum? Bin ich dick? Ganz ehrlich? Was schlawert? Immer den Typen hier schlawinern rum. Wollen Sie sterben? Oh, Präsident, der schlawinert hier auch rum am Strand. Ach, eine Taverne muss ich auch noch haben. Genau. Taverne. Ja, aber erst muss das Schiff ankommen, ich brauch Geld. Kohle. Glückwunsch, Gouverneur. Wir können schon bald. Besitzen Sie eine Zeitung? Jo. Geht das Ding jetzt hin? Da kommt es. Schiffi. Ah, Milch, 1700, schon die Hälfte fertig, sehr gut. So lange wird sich mit dem Platz ein bisschen rar. Ja. Ein Opernhaus hat er auch schon, guck mal an. Ecke, ja. So, als erstes baue ich jetzt eine neue Hafenanlage. Wie unerforscht bin ich Ziel? Willst du mich verarschen? Was ist denn da unerforscht? Wo denn? Och man, jetzt muss ich meine Fritzen da auch noch hinschicken, oder? Was soll da Geld? Na komm, dann geh da hin. Die drehenden Fragezeichen kommen vom Ranger Corps, oder? Ja. Okay. Wo habe ich jetzt die Straße gebaut? Da. Wir, die Anführer der Nation. Da hat wieder Ping gemacht. Gouverneur, es ist Zeit, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Wir müssen uns um den Anführer der Königstreuen kümmern. Gouverneur, es ist Zeit, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Ich muss den Anführer der Königstreuen finden, okay? Na denn, auf. Ja. Erstmal gucken, wo der ist. Wo waren die denn hier? Da, Königstreue. Ich frage, da ist er doch. Wäre ich doch 30 Jahre jünger. Dann den verbannen, was kann ich denn nochmal bestechen, verbannen? Diskreditieren. Gouverneur, es ist Zeit der Schlange. Bestechen ist am billigsten. Ich kannte ihre Großmutter. So, wie sieht's denn aus bei den... Na, geh weg. Obdachlosen.
Arbeitslos. Erfolg. Eine Hand wäscht die andere. Hat von den Königs- okay. Eine Hand wäscht die andere, war da gerade. Ich wollte gerade sagen, kann ich das Ding jetzt mal bauen oder was ist los hier? Ich will doch nur einen zweiten Hafen. Mehr will ich doch gar nicht. Danke. Seine königliche Majestät hat mir auf. Boah, 7 Jahre Mandat habe ich schon, ey, meine Fresse. Läuft. Ja, echt? Oh Gott. Ja. Presidente. Und ich könnte tatsächlich schon die Unabhängigkeit erklären. Es kam gerade. Ja, okay. Ja. So, guck mal an. Viva el Presidente! Ach ja, die müssen ja noch zur Arbeit laufen, stimmt ja. Die haben noch mal keine Autos. Die ganzen Einwohner. Doch, tut mir jetzt aber natürlich leid, dass er da oben hinlaufen ist. Natürlich ärgerlich. Für euch. Ich bin echt sorry. Für euch, nicht für mich. Ich drücke so auf die Molkerei, ich sehe die ganzen Pfeile hier rumlaufen. Hm. Lauft mal den Berg da hoch. Ein paar Luxusvillen, da muss ich gleich noch eine Zeitung bauen, genau. Jetzt hat er noch immer keine Stimmfilme, auch mein. Wo hört er drauf? Na. Komm, Schiffi, nimm mal ein bisschen Kohle mit. Bring mal ein bisschen Kohle mit, so. Wir haben unseren Gegnern jede Menge Nahrung gegeben, aber sie haben nicht zugenommen. Seine Majestät ist wütend und verlangt auf der Stelle noch mehr Nahrung. So, noch eine Plantage. Ich habe das Gefühl, ich brauche, glaube ich, einen. So, eine Zeitung, wo war die nochmal? Da. Hm.
Bam, 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 bam. So. Nee. Braucht denn da so lange einen Hafen zu bauen, oder? Was ist denn da los? Naja, ich glaube, ich habe auch gerade feststellen dürfen, dass ich ein zweites Baubüro brauche. Ja, das baue ich ja schon, aber trotzdem. Dauert halt ganz schön lange hier. Ja. Staunen Sie über die Kraft dieser geladenen und funktionsfähigen revolutionären Waffe. So, Mandatsverlängerung wieder, sehr gut. Also, ey, was haben Sie mit der Insel falsch gemacht? Die fährt ja, die Schiffe fahren ja alle andauernd bei mir durch die Insel durch. Dann werde ich jetzt mal noch einen Ranger-Core schon mal bauen. Sehr gut. Zeitung ist alles fertig. Aber die zweite Hafen lag immer noch. Ich habe die Zeitung lange nach der zweiten Hafen dann gebaut. Aber ja gut, wenn sie meinen. Die werden schon wissen, was sie davon haben. Kommen die da nicht hin doch? Guck mal, die Folge ist schon wieder vorbei. What? Ich habe eben geguckt, da waren es 14 Minuten, mein Gott. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt beim Anno rum, Link wie immer in die Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.